Gold steigt einfach weiter auf ein neues Allzeithoch. Die Aktienmärkte auch in der Nähe der Allzeithochs oder wie beim Nasdaq gestern, der ein neues Allzeithoch erreichte, nach, zumindest auf Future-Basis, nach den Zahlen von Alphabet respektive Google. Aber die Profi-Investoren sagen sich, die ganze Geschichte wird uns ein bisschen zu heiß vor den US-Wahlen. Und so hat man in der letzten Woche so stark Aktien verkauft wie seit 9 Jahren nicht mehr. Also das ist schon ziemlich auffällig. Offenkundig sagt man sich, naja, wir nehmen erstmal ein paar Chips vom Tisch. Ist ja gut gelaufen. Wer weiß, was mit und nach der Wahl passiert. Worst case wäre, dass man nicht wirklich genau weiß, wer gewonnen hat, dass angefochten wird, dass hier wieder solche Dinge passieren, wie wir sie zuletzt mal gesehen haben, als irgendwelche Leute das amerikanische Parlament, den Kongress gestürmt haben. Soweit wollen wir nicht hoffen, aber es ist eben so, dass viele offenkundig sagen, naja, das ist eine Geschichte, da ziehen wir erstmal ein bisschen die Reißleine. Gold dagegen gilt als sicherer Hafen, weil letztendlich der Sieg von Trump immer wahrscheinlicher wird. Im Gegensatz dazu erwarten die Deutschen nach wie vor, dass Harris gewinnen wird. Und hier sind wir jetzt in einer sehr, sehr interessanten Konstellation, die ich in diesem Video mal aufzeigen werde. Hier sehen wir das nach der Umfrage der Bank of America. Haben institutionelle Investoren in der letzten Woche so viel verkauft wie zuletzt einmal 2015. Damals war die Yuan-Abwertung, das hat zu einem richtigen fetten Einbruch auch an den westlichen Aktienmärkten geführt. Aber wir sehen auch 2008 oder ähnliches, die Verkäufe sind viel massiver als zu diesem Zeitpunkt. Also interessant, dennoch die Aktienmärkte gestiegen. Und hier sehen wir mal das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Märkte, die Finanzmärkte preisen Donald Trump ein, deswegen steigt Gold, deswegen steigt Bitcoin, deswegen steigt die Trump Social Media Aktie, deswegen sehen wir Sektoren, die steigen, die von Trump profitieren würden. Nur die Deutschen, die sind natürlich hervorragend informiert durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo die grünen Journalisten eine Aufklärungsarbeit treiben, sodass man dann wunderbar an der Realität vorbei informiert wird. Und so kommt es, dass die Deutschen also ziemlich fest überzeugt sind, naja, Harris wird es gewinnen, oder? Kriegen wir doch gesagt, die ist gut, der Trump ist böse. Die Welt ist einfach, Trump ist doch Faschist, Trump ist doch wie Hitler, so heißt es oft. Das ist übrigens eine unfassbare Verharmlosung dessen, was da im Nationalsozialismus passiert ist mit Millionen von ermordeten Menschen. Und da werden solche Vergleiche gezogen, wo man sagt, schämt ihr euch nicht. Man kann viele Argumente gegen Trump bringen. Ich persönlich denke, er ist ein absoluter Narzisst, aber man kann eben nicht vergleichen, was in seiner ersten Amtszeit passiert ist mit dem, was irgendwo im Faschismus in Italien oder gar im Nationalsozialismus in Deutschland passiert ist, das nur mal am Rande formuliert. Jedenfalls 62% der Deutschen sagen, Harris wird gewinnen, nur 19% erwarten das von Trump und 72% sagen, also ich wünsche mir, dass Harris gewinnt, nur 15% sagen, dass Trump gewinnt und die Märkte sagen das Gegenteil. Hier sehen wir den Trump-Trade, also praktisch Wettplattformen plus Basket an Aktien, die von einem Trump-Sieg profitieren würden. Wir sehen unten Trump-Media-Aktie, also diese Aktie, die so unmittelbar wie vielleicht gar nichts anderes sonst eben mit einem Sieg von Trump relatiert ist. Und hier gestern ein ziemlicher Aufreger wieder wie in den USA, nachdem Donald Trump beziehungsweise Joe Biden Interessantes gesagt hat. Sie erinnern sich ja vielleicht, Trump hatte ja diese Veranstaltung im Madison Square Garden in New York und da gab es einige Redner und einer davon hatte zum Beispiel Puerto Rico als Müllland bezeichnet, also als Land voller Müll und die Leute und so weiter und so fort. Also hat Puerto Rico beleidigt, darauf angesprochen, hat dann Joe Biden in einem Interview gesagt, ja, Donald Trump, der kümmert sich ja nicht um die Latinos, der ist denen egal, gut, das geht noch durch, aber hier hat ja dieser eine Sprecher da Puerto Rico als ein Floating Island of Garbage bezeichnet und dann der Satz, the only garbage I see floating out there is his supporters. Also die Trump-Anhänger sind Garbage und das sind ja mal ganz entspannt um und bei 80 Millionen Amerikanern. Großes Aufregung, große Erregung in den USA. Ich will das nicht weiter kommentieren, sondern nur erstmal darstellen. So oder so, wir sehen, wenn wir nochmal zu den Märkten zurückkommen, Gold, ein neues Allzeithoch, fast schon bei 2800 Dollars.
Bitcoin auch gestiegen. Ja, Bitcoin fixes it, Bitcoin Lösung aller Probleme. Ja, aber ich habe eine Bitcoin nicht verstanden, gell? Das ist so, wie wenn ein Zeuge Jehovas bei Ihnen an der Tür klingelt und sagt, ja, was, du glaubst nicht an Gott? Ja, dann hast du Gott nicht verstanden. Nicht wahr? Logisches Argument, gell? Muss ich sagen, das ist. Also da gibt es ja sowas wie Logik, gell? Das ist eine philosophische Disziplin, Formallogik. Was kann gesagt werden, was kann nicht gesagt werden, was ist per se nicht richtig, weil nicht schlüssig. Das ist ein Satz der Bitcoinistas, der schlichtweg nicht schlüssig ist. Das sind Leute, die offenkundig mit der Logik ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Zurück zu den Gold, meine Damen und Herren. Das, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier zeigt, gestiegen ist, ausgebrochen ist. Kursziel $2.900, so sieht es der Hannes. 3.000 wären möglich in diesem geopolitischen Umfeld, sagt jetzt der Hannes, sag ich nicht, sondern der Hannes hat es gesagt, also der Zipfel Hannes, mein Kollege, und das alles im Umfeld steigender Inflationserwartungen. Wir sehen hier die 5-jährige Break-Even, also die Inflationserwartung, die sozusagen einen etwas längeren Zeitraum umfasst. Wir sehen weiter gestiegene Treasury Yields, die gestern dann allerdings zurückgekommen sind, nochmal, nachdem wir über 4,33% gestiegen waren. Aber Gold eben auch unterstützt durch die globale Nachfrage. Zentralbanken sind es vor allem, die hier kaufen. Und eben diese Kombination auf absehbaren Zinssenkungen, auf Teufel komm raus, die Notenbanken wollen ja jetzt unbedingt, und dann eben geopolitische Risiken und so weiter und so, sagt eben World Gold Council, schaut es nicht schlecht aus, und fundamental, diese Grafik hatte ich gestern schon gezeigt, schaut es eh gut aus, weil Geld eben sich viel stärker vermehrt hat, als der Goldpreis gestiegen ist, und Gold wird ja im Prinzip gegen Dollargeld gehandelt, zumindest als Hauptwährungspaar. Und wenn da die Geldbasis sich so massiv ausweitet, wird natürlich Gold in Relation zu diesem immer sich stärker expandierenden Geldsystem relativ wertvoller. Wertvoller werden auch vor allem Tech-Aktien gestern. Nasdaq, der Ausreißer gestern mit 1% im Plus. Russell und Dow Jones dagegen im Minus. S&P leicht im Plus. Es waren die Tech-Aktien, die hier nach oben geschoben haben, die Indizes. Wir sehen hier mal die Advanced Decline-Linie, also Anzahl steigender Aktien minus fallender Aktien. Rot zeigte, dass also deutlich mehr Aktien gefallen sind, als gestiegen sind. Und normalerweise ist das Muster so, wir haben einen Abverkauf bis Anfang November und dann kommt eine Rallye sozusagen als Nachwahl-Rallye. Ist es diesmal anders? Denn bisher war der Abverkauf nicht da, aber vielleicht kommt dann nach der Wahl eben auch nicht die Rallye. Wer weiß es schon. Jedenfalls sehen wir dieses Muster 2016, 2020, 2012, 2008, also bei den letzten 4 Jahren, wo wir gesehen haben, in die USA, und gestern dann Zahlen von Alphabet, die gut waren. Hier heißt es Kurssprung nach Zahlen, vor allem bei Cloud und so weiter und Suche. Und vor allem, achten Sie mal drauf, die operative Marge ist gestiegen von 28% auf 32%. Und ein Punkt, warum die Marge gestiegen ist, das erfahre ich am eigenen Leib, denn wir sind ja bei Finanzmarktwelt natürlich auch mit auf Google angewiesen. Wir haben eine gewisse Stammkundschaft an Lesern, die immer wieder da sind, und dann Laufkundschaft, die eben einen Artikel auf Google finden, wenn sie einen bestimmten Begriff eingeben von uns. Und was Sie hier rechts sehen, meine Damen und Herren, ist Google AdSense. Also das ist das, was Google ausschüttet an solche Publisher wie Finanzmarktwelt.de. Sie müssen sich vorstellen, wir schreiben einen Artikel, der sollte mindestens 300 Wörter beinhalten. Dann kann Google da 2 Werbungen rein platzieren. Jetzt ist es so, dass Google diese Werbungsplätze makelt, also praktisch auf einem Marktplatz hergeht und sagt, ja, hier hätte ich einen Platz auf einem Finanzportal, wer bietet am meisten, und wer am meisten bietet, kriegt diesen Zuschlag. Normalerweise ist es dann so, dass Google eben davon uns etwas abgibt und selber etwas einsteckt. Logisch, die machen ja diese Makelei. Letztendlich ist das ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Jetzt sehen Sie hier mal rechts Google AdSense, der Seiten RPM, der, als ich jetzt hier die Vorbereitung abgeschlossen habe, aktuell bei 3 Euro lag. Seiten RPM ist der sogenannte Tausender Kontaktpreis. Das heißt, eine Werbung, die von 1000 Leuten gesehen wird, und auch wenn die diese Werbung nicht klicken, ja, das ist ja schon etwas, was sich im Hinterkopf irgendwie festsetzt. Also stärkt das Markenbewusstsein, auch wenn jetzt nicht jemand sofort dieses Produkt kauft, etc. Dagegen CPC, das ist
ist der Preis, wenn jemand auf diese Werbung klickt, also 36 Cent. Hier sehen wir diesen Seiten-RPM, 1000er Kontaktpreis bei 3 Euro. Das bedeutet für eine Seite wie finanzmarktwelt.de, die schon durchaus ein paar Millionen Zugriffe hat, Seitenaufrufe im Monat, dass das durchaus ein relevanter Geldbetrag ist. Und jetzt sage ich Ihnen, dass bis vor etwa einem Quartal dieser Seiten-RPM so durchschnittlich bei 5, 5,5 Euro war, also deutlich höher, fast halbiert. Und das geht nicht nur uns so, ich habe mich umgehört bei anderen Publishern, unter anderem bei weltweit agierenden Publishern, die in Deutschland eben auch sehr bedeutsam sind, und die sagen, bei uns ist das, was Google uns ausschüttet, hat sich um 2/3 verringert. Das heißt, Google hat auf Kosten anderer, nämlich uns zum Beispiel, seine Marge verbessert, weil man schlichtweg weniger auszahlt und den Rest behält und dann eben auch solche Zahlen vorlegen kann. Das mal nur am Rande, die Aktie von Google ja fast 6% gestiegen, dagegen gestern AMD, Advanced Micro Devices, ziemlich unter die Räder gekommen, minus 7,6%. Und ein Problem ist nicht nur, dass sozusagen der Wachstumsausblick eher enttäuschend war, die Zahlen eben wie erwartet waren, das ist zu wenig angesichts der KI-Euphorie, aber vor allem der Free Cashflow ist viel, viel geringer, mit 400 und ein paar zerquetschten Millionen, erwartet war 1,2 Milliarden. Irgendwo ist da ein Problem. Wenn eine Firma viel weniger Cashflow hat als erwartet, dann ist irgendwas faul. Das haben die Leute sich gedacht. Natürlich AMD nicht wirklich eine Konkurrenz derzeit noch für Nvidia, aber eben für diesen ganzen Chip-Bereich interessant. Wir haben heute dann die Zahlen von Meta und Microsoft. Wir haben ja gesehen, Alphabet, hatte ich mehrfach gesagt, ist die billigste oder am wenigsten teuerste Aktie bei diesem Magnificent Seven. Jetzt kommt mit Meta eine, die schon teurer ist, gell? Und vor allem mit Microsoft, die ziemlich teuer ist. Kursgewinnverhältnis 37, und wir haben heute dann zuvor wichtige Konjunkturdaten aus den USA, ADP, Beschäftigungsänderungsindex für 13,15 wegen Zeitumstellung. Die Amerikaner stellen jetzt am Wochenende wieder die Uhr um, und 13,30 dann BIP, die erste Veröffentlichung des BIPs im dritten Quartal. Das wird interessant. Erwartet 3,0%. Bei 3,0% BIP-Wachstum musst du schon mal ganz hart die Zinsen senken. Das ist klar, gell? Na, weil du musst ja unbedingt dann ein bisschen stimulieren, nachdem die Janet Yellen ja nicht einmal eine halbe Billion in die Märkte wieder geschüttet hat, okay, da fehlt Liquidität, ne? Da muss der Zinsen senken, gar keine Frage. Zurück zu den Konjunkturdaten. Wir hatten gestern die Jobs, die offenen Stellen, extrem schwach, 6er Sigma Abweichung. Also unfassbar eigentlich, dass diese Zahl so viel schlechter reinkam. Hier die Revisionen sind extrem krass, und ich bin mal gespannt, wenn eine neue Regierung kommen sollte, vor allem dann, wenn sie unter Trump fungieren sollte, dann werden wir wahrscheinlich eine sehr deutliche Revision dieser Zahlen sehen, weil dann gesagt wird, wir hätten da ein Fehler entdeckt in den Zahlen. Aber hier die Lage am Hausmarkt wird ein bisschen schwieriger, nachdem jetzt eben die Hypothekenzinsen wieder deutlich steigen. Wer jetzt ein Haus kaufen will, dafür Kredit braucht, der muss aufgrund der gestiegenen Kapitalmarktzinsen richtig tief in die Tasche greifen. Gestern Dr. Horton-Zahlen, Marktführer, miserabel Aktie abverkauft. Jetzt warnt Lennar Mortgage oder der Mortgage Head, also der Hypotheken, der Kreditchef, der Kreditvergabechef von Lennar, ein US-Bauunternehmen, dass der Hausmarkt am Rande eines Teufelskreises sei. Die Affordability, also die Leistbarkeit für Amerikaner, ist ja so miserabel wie schon noch nie eigentlich, weil einfach die Häuser teurer werden und teurer werden. Und nicht teurer wird derzeit Volkswagen, die Aktie fällt. Wir sehen hier seit 2020 oder 2021 geht es eigentlich komplett und konstant bergab für VW. Heute jetzt die Quartalszahlen, Umsatz stabil, Gewinn minus 59%, Produktion minus 6,8%. Und hier hat Thomas Petersen geschrieben, Volkswagen-Krise ist ein schönes Beispiel für die Folgen der Planwirtschaft. Kaum hört man auf, Produkte herzustellen, die sich gut verkaufen, und bietet stattdessen im Voraus allen dem Gehorsam gegenüber Behörden, die den Unternehmen vorschreiben wollen, was sie zu produzieren haben, andere Produkte an, die niemand kaufen will. Und schon stellt man verblüfft fest, dass man vom Nichtverkauf von Waren
Jahren nicht leben kann. Das ist genau die Situation, in der Volkswagen sich jetzt befindet. Dazu kommt die ganze Energiegeschichte. Hier mal ein Vergleich zwischen den Energiekosten in USA und in Deutschland. In Deutschland ist Benzin 120% teurer, Diesel ist 80% teurer, Gas ist fast 500% teurer und Strom ist 92% teurer. Wie soll da eine Industrie gegenüber den USA in irgendeiner Form konkurrenzfähig sein? Und jetzt sehen wir dann eben die Folgen, Rückgang des Energieverbrauchs in Deutschland. Hurra, da wird die Gemeinde degrowth, also die sagt, wir müssen schrumpfen, gell, wegen Klima und so, ne? Hauptsache wir schrumpfen, ne? Dann sind wir auch ein bisschen kleiner, nicht wahr? Und das ist ja ganz toll. Und hier sehen wir minus 1,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Geringster Stromverbrauch oder Energieverbrauch seit der Wiedervereinigung. Und das liegt natürlich an der glorreich starken Konjunktur. Und so ist es eben, was uns versprochen wird oder wurde. Wir haben natürlich eine hervorragende Bahn. Wir haben ganz tolle Schulen. Wir haben superschnelles Internet. Ein Land, das einfach funktioniert. Und Zittelmann, Rainer Zittelmann sagt, ich bin für ein Gesetz, das Parteien in der Regierungsverantwortung verpflichtet, die Plakate vom letzten Wahlkampf nochmal beim nächsten Wahlkampf zu kleben. Das wäre wirklich eine coole Idee, dass man die Parteien, die in der Regierungsverantwortung sind, dann immer verpflichtet. Macht doch nochmal diese Plakate, damit wir sehen, was ihr die Differenz zwischen dem Versprochenen und dem Tatsächlichen, die Grünen ja erstmals jetzt wieder unter der 10%-Marke. Und dann leistet man sich solche, wie soll man sagen, Idiotien, dass das Lied von Udo Lindenberg, Sonderzug nach Pankow, jetzt zensiert werden soll, weil er dort das Wort Oberindianer gesagt hat. Er hat wirklich das I-Wort gesagt, das gibt's doch nicht. Udo Lindenberg hat jetzt gesagt, gut, wir haben offen diskutiert und uns entschieden, das lassen wir weg, gell? Also wenn wir uns mit solchen Problemen herumschlagen, meine Damen und Herren, dann brauchen wir uns über Wirtschaft gar nicht erst zu unterhalten. Aber unterhalten habe ich mich, last call, letzter Aufruf, oder werde ich mich mit Bastian Siegert unterhalten, habe ich mich schon vorher mit ihm sehr, sehr oft. Und es ist ein spannender Gesprächspartner, das kann ich Ihnen versprechen. Wir sprechen über KI, wir sprechen über die US-Wahlen. Wir sprechen darüber, wie man Dinge beurteilen kann. Der hat ein ganzes Team, das sich um nichts anderes kümmert als um bestimmte Rohstoffe zum Beispiel. Ein hervorragend interessantes Gespräch, das ahne ich schon, das verspreche ich Ihnen. Der Link dazu drunter, Sie müssen sich per E-Mail anmelden, dann kriegen Sie per E-Mail den Link zugeschickt, sodass Sie ab 19 Uhr sich die Geschichte anschauen können. Das ist nochmal die letzte Empfehlung, 19 Uhr wie gesagt. Und ich werde mein Markeflüster davor aufnehmen und das dann eben nach dieser Ausstrahlung des Interviews oder nach dem Live-Interview dann bringen und verweise als zweite Empfehlung noch eben auf Goldpreis mit neuem Rekordhoch. US-Daten und Wahlen beflügeln also diese beiden Empfehlungen unter dem Video verlinkt. Jetzt sage ich Servus und Ciao.